Hallo und herzlich willkommen bei Calumet Photographic. Heute geht es um die neue Canon Firmware für EOS R-Kameras und das neue RF-Objektiv RF 70 bis 200 mm mit Lichtstärke 2.8. Bevor wir zu dem neuen RF-Objektiv kommen, möchte ich kurz ein Wort zu zwei aktuellen Firmware-Updates Stand November 2019 aus dem Hause Canon verlieren. Wer es nicht schon längst getan hat, der sollte sich jetzt die aktualisierte Software auf die Canon-Kameras EOS R und EOS RP aufspielen. Für die Canon EOS R ist das die Firmware Version 1.4.0 und für die EOS RP ist die Version 1.3.0. Aber was bringen die Neuerungen mit sich? Mit Installation der neuen Firmware ist eine generelle Verbesserung der Objektiverfassung verbunden und der Autofokus arbeitet jetzt noch schneller und präziser. Im Autofokus-Modus Gesichtserkennung und Verfolgung in Kombination mit aktiviertem Servo-Autofokus-Ausgangsfeld sitzt der Autofokus nun auch bei weiter entfernten und sich bewegenden kleineren Objekten äußerst zuverlässig. Die von Canon angepassten Algorithmen ermöglichen eine hohe Genauigkeit bei der kontinuierlichen Verfolgung von sich bewegenden Objekten über den gesamten Weg. Dabei gelten die gesamten verbesserten Autofokusfunktionen sowohl für Foto- wie auch für Videoaufnahmen. Besonders spannend wird wohl dabei die Erweiterung der Funktion Augenautofokus bzw. Augenerkennung sein. Dies ist ein richtig cooles Tool und erleichtert in der Porträtfotografie das exakte Scharfstellen der Pupille im Autofokusmodus. Canon jongliert hier mit Prozentzahlen. Während vor dem Update das Gesicht noch etwa 13-15% der Bildfläche abdecken musste, reichen nun bereits 3% aus, damit die Kamera ein Auge erkennt und sicher verfolgt. 3% der Bildfläche nur. Das ist doch mal eine Ansage. Aber wann braucht man das? Nun, etwa bei Ganzkörperaufnahmen und vor allem, wenn die Personen weiter entfernt sind. Nun kommen wir zu dem neuen 70-200mm Objektiv mit RF-Bajonett. Mit diesem L-Objektiv vervollständigt Canon die angekündigte Roadmap der RF-Objektivneuheiten 2019. Das Objektiv RF 70-200mm F2.8L IS USM ist das dritte Objektiv der RF Trinity-Serie und schließt so die noch bestehende Lücke im Brennweitenbereich nach oben hin. Das RF 70-200mm F2.8L IS USM, ja, das ist die volle und richtige Bezeichnung, bietet als erstes Canon-Objektiv eine elektronische Innenfokussierung, bei der zwei Linsengruppen einzeln mit Dual-Nano-USMs gesteuert werden. Dies mit dem Ergebnis einer extrem schnellen Scharfstellung bei hoher Laufruhe. In Kombination mit einer Kamera der EOS R-Serie und dem Dual-Pixel CMOS AF führt dies zu einem hochpräzisen Autofokus bei Foto sowie einem sanften und gleichmäßigen AF bei Videoaufnahmen. Diese EOS-Kamera-Objektivkombination reduziert übrigens auch bei Videoaufnahmen die sogenannten Focus-Breathing-Effekte. Und beim Fotografieren aus der freien Hand sorgt die Verbindung mit dem 5-Stufen-Bildstabilisator selbst bei längeren Belichtungszeiten und wenig Licht für gestochen scharfe Aufnahmen. Das RF 70-200 ist klein, kompakt und scharf. Mit einem Gewicht von gut einem Kilogramm und einer Länge von gerade einmal 146 mm in eingefahrenem Zustand, das sind nicht ganz ein Drittel weniger Gewicht und weniger Länge als beim entsprechenden Modell mit EF-Bajonett, gehört es zu den handlichsten seiner Gattung. Darüber hinaus ist das RF 70-200 für jedes Wetter geeignet, da es ja auch gegen Spritzwasser und Staub geschützt ist. Bei dem RF 70-200 hat Canon das hauseigene neue optische Konstruktionsdesign umgesetzt. Durch die Verwendung eines größeren Bajonettdurchmessers und eines kurzen Auflagenmaßes, das ist der Abstand zwischen der Außenauflage des Objektivanschlusses und der Sensorebene der Kamera, ist es Canon gelungen, die Abbildungsqualität noch weiter zu erhöhen und Aberrationen durch asphärische Linsen, UD-Linsen und Super-UD-Linsen erfolgreich zu korrigieren. Darüber hinaus setzt Canon noch eine spezielle Vergütung zur Verminderung von Linsenreflexionen und Streulicht ein. Was gibt es noch zu erzählen? Der konfigurierbare Steuerring kann zur Einstellung von Blende, Belichtungszeit, ISO-Empfindlichkeit oder Belichtungskorrektur verwendet werden. Hier noch einmal schnell zusammengefasst die wichtigsten Punkte des RF 70-200 F2.8L IS USM. Es ist das zurzeit kürzeste Wechselobjektiv seiner Art mit einer Brennweite von 70 bis 200 mm sowie einer konstanten Lichtstärke von 2.8 über den gesamten Brennweitenbereich. Der 5-Stufen-Bildstabilisator sorgt für Aufnahmen ohne Verwacklungsunschärfen und für ruhige Videoaufnahmen.
Der Dual Nano USM fokussiert extrem schnell und leise und bei Videoaufnahmen sorgt er für die Reduktion des Fokuspumpens. Und zuletzt, das Objektiv ist nach Art der L-Serie staub- und Spritzwasser geschützt. So, das war es zur neuen EOS R und EOS RP Firmware sowie dem dritten RF-Objektiv der Canon Trinity-Serie. Ihr wisst noch, die Trinity-Serie, das waren die Objektive RF 1535, RF 2470 und eben dieses RF 70-200mm, allesamt mit Lichtstärke 2.8. Wer das Objektiv einmal genauer unter die Lupe nehmen möchte, kommt bitte in einer unserer 7 deutschlandweiten Calomid-Filialen vorbei. Am besten bringt ihr eure Kamera gleich mit, dann habt ihr eure individualisierten Kameraeinstellungen mit dabei, wenn ihr das Objektiv testet. Na dann, wir sehen uns bei Calomid.